Hallo liebe Camper und herzlich willkommen vom Campingplatz Weißes Rössel in Schiefling. Der Campingplatz liegt in Kärnten, nur wenige Kilometer vom berühmten Felden entfernt am schönen Wörthersee. Von der Gemeindestraße kommend biegt ihr in das Campinggelände ein und erledigt an der kleinen Rezeption mit Kiosk die Anmeldeformalitäten. Danach folgt ihr den Schotterwegen zu einem Stellplatz, der euch gefällt. Auf diesem Campingplatz stehen insgesamt rund 150 Plätze zur Auswahl, die teilweise in kleinere Terrassenebenen angelegt sind. Die Parzellen haben ausschließlich Wiesenuntergrund und sind nicht vom Nachbarplatz abgegrenzt. Da die zukünftigen Schattenspender erst kürzlich gepflanzt wurden, stehen euch hier in den nächsten Jahren wohl nur Sonnenplätze zur Verfügung. Im hinteren Bereich der Anlage befinden sich ein kleiner See und weitere Wiesenstellplätze. Als Mietunterkünfte werden Hotelzimmer und Schlaffässer angeboten. Die Stromanschlüsse befinden sich zwischen den Parzellen, Strom wird pauschal abgerechnet, ihr braucht den blauen CE-Stecker. Zentral auf dem Platz steht das neuwertige Sanitärgebäude, das bei unserem Besuch ausgesprochen sauber und gepflegt war. Hier findet ihr die Toiletten, die Duschen und die Waschgelegenheiten. Zwischen den Parzellen wurden große Müllcontainer aufgestellt. In der zum Campingplatz gehörenden Gastwirtschaft könnt ihr euch auf der kleinen Terrasse mit Wörtherseeblick kulinarisch verwöhnen lassen. Der Campingplatz verfügt über keine eigenen Freizeiteinrichtungen. Über einen steilen Waldweg erreicht ihr den Wörthersee, wo ein eigener Badebereich und ein zweites Restaurant eigens für Campingplatzgäste auf euch wartet. Von hier aus habt ihr einen tollen Blick auf den See und könnt auf den Badestegen gemütlich entspannen und euch die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.